Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge. Professionelle Anmoderation in jeder Form. Wir spielen ab heute das neue Spiel New Pokémon Snap. Boah, auf englische Sprachausgabe habe ich Bock, auch wenn ich vorlesen werde, deswegen. Okay, ich habe mich gerade ein bisschen über die Sensibilität gewundert, weil der so langsam ist, aber irgendwie, wenn man von den Skins runter ist. Wir spielen New Pokémon Snap. Ich habe richtig Bock. Neues Game, gestern rausgekommen. Hab's mir vorbestellt, sollte angeblich erst nächsten Mittwoch ankommen, ist aber tatsächlich doch schon da. Den ersten Teil habe ich nur minimal privat auf der Wii U Virtual Console gespielt, aber ich habe alle Trailer von diesem Game geliebt. Ich habe richtig Bock, das mit euch zu zocken. Also, wir nehmen, ja, den da, relativ schnuppe, mir egal eigentlich. K-Rule 34, mein Account-Tag, aber das ist auch nur, weil ich fast nur Smash mache. Ich nehme schon Günther in-game. Günther bin ich, moin, für die, die mich nicht... Evoli! Und ja, also, Ländtelabor für Natur- und Pokémon-Forschung oder andersrum. Und wenn man einen der Punkte für das Spiel nicht sieht, also ich finde, das sieht schon geil aus. Gerade so nach dem, was ich gewohnt bin von so Schwert und Schild. Es sieht geil aus. Und halt so richtig natürlich. Boah, ich hab Bock. Oha, ein Hund. Hi. Hey, hier drüben. Hallo, Marcel Davis, Leiter für Kundenzufriedenheit. Ach nee, warte, der bin ich nicht. Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Ländtelabor für Pokémon, Naturforschung und DSL-Modems. Mein Name ist Marcel Davis, Leiter für Kundenzufriedenheit. Ich erforsche hier auf der Floreo-Insel Pokémon und ihre natürlichen Leben. Ich werde von dem Evoli im Hintergrund abgelenkt, Mann. Evoli ist toll. Aber das ist noch nicht alles. Der Pokémon. Ich kann heute nicht lesen, Leute. Der Professor hat auch vor, alle anderen Inseln der Lentil-Region zu erkunden. Das hat bisher noch niemand gemacht. Ist das nicht der Wahnsinn? Aber, hast du etwa Wins vergessen? Natürlich. Du hast sie auch gelesen, oder? Die Geschichten des Abenteuers Captain Wins? Aber das ist schon 100 Jahre her. Deine Forschung ist viel wichtiger, Professor. Ah, der Enthusiasmus der Jugend. Das ist Rita. Sie ist die Tochter eines guten Freundes und besucht mich hier während der Schulferien. Pff, das ist ein guter Ferienort. Aber Professor, ich bin auch nicht zu Besuch hier. Ich bin deine Assistentin. Wie konnte ich das nur vergessen? Du bist natürlich eine große Hilfe. Nun gut, es wird Zeit, dass ich dir erkläre, was dich bei diesem Schnupperkurs erwartet. Aber lasst uns erstmal ins Labor gehen. Da können wir uns besser unterhalten. Okay, mir nach. Ich zeig dir den Weg. Well, Zeit, DSL-Modems zu basteln. Oh, doch, hi. Aber jetzt werde ich nicht mehr von Evoli abgelenkt. Das ist sehr gut. Ja, mir gefällt das Visuelle an dem Spiel schon sehr, muss ich sagen. Ja, die Hintergründe sind jetzt vielleicht nicht immer perfekt ausgearbeitet, aber ich finde trotzdem, es sieht wirklich gut aus. Mir gefällt das mega. Also, wo waren wir noch gleich? Ach ja. Wie du sicher schon bemerkt hast, leben in der Ländtel-Region verschiedene Pokémon, viele sogar. Sie zu fotografieren hilft uns, mehr über ihre Lebensweisen und ihre Umgebung zu erfahren. Und dabei brauchen wir deine Hilfe. Du wirst bei diesem Schnupperkurs ganz viele Fotos von ihnen schießen. Nachts kann man sogar leuchtenden Pokémon begegnen, die sind wunderschön. Also, das hier ist deine Forschungskamera. Ich hab die gleiche, mit ihr können wir untereinander und auch mit anderen in Kontakt bleiben. Ganz genau, mit dieser Kamera kannst du nicht nur fotografieren, sondern auch Kommunismus und Daten analysieren. Sie dient zusätzlich als ein Mitgliedsausweis, also passt gut auf sie auf. Jo, das was, weshalb ich richtig Bock hab, ist erstens, das Visuelle gefällt mir halt mega gut. Und es ist ein richtig entspanntes Spiel. Einfach was, um ein bisschen runterzukommen, wirklich zu chillen. Es ist, für die, die es nicht kennen, wirklich
eine Safari-Tour in Pokémon. Na, was sagst du dazu? Der Wahnsinn, oder? Und man sieht halt alle möglichen Pokémon so in natürlichen Lebensräumen. Es ist einfach so geil! Der Professor hat sie selbst entwickelt. Professor, darf ich ihm erklären, wie sie funktioniert? In Ordnung, dann überlasse ich das meiner Assistentin. In der Zwischenzeit werde ich ein paar Vorbereitungen treffen. Okay, dann lass uns gleich nach draußen gehen. Ja, können wir machen. Ich spiele tatsächlich nicht im Handheld-Modus. Mal sehen, perfektes Timing. Versuch mal, dieses Pokémon zu fotografieren. Mit A kannst du ein Foto machen. Sekunde. Jetzt. Ja, gut so. Und jetzt beweg mal die Kamera, bevor du das nächste Foto machst. Siehst du die runde Markierung in der Mitte? Das ist der Tschüss, Vivilon. Mit L kannst du das Ding bewegen. Die Kamera folgt der Bewegung des Zeigers. Versuch's doch mal. Ah, da ist es. Alles klar. Ganz nach oben und unten bewegen und dich um die eigene Achse drehen. Dank dem... Oh mein Gott, nein. Warum steht hier ein so sieht aus wie ein Schiff. Oh, guck mal, da kommt Pikachu. Versuch mal, ein Foto von ihm zu machen. Richte das Ding auf Pikachu. Hast du die viereckige Markierung gesehen, die um Pikachu erschienen ist? Sie zeigt an, was das Hauptmotiv des Fotos ist. Das solltest du dir gut merken. Das spielt nämlich eine wichtige Rolle bei der Fotobewertung. Ich werde nicht 100% spielen, by the way. Ich will wirklich chillen. Aber weil Pikachu so weit weg ist, sieht es sehr klein aus, nicht wahr? Da sollte man zoomen. Halt ZL gedrückt. Er bleibt aktiviert, wenn du loslässt. Und jetzt schieß ein Foto vom Pikachu. Habe ich mich verlesen? Sagt es nicht, das bleibt, wenn man nicht gedrückt hält? Weil das tut es nicht. Der ganze Körper des Motivs sollte groß in der Mitte des Rahmens zu sehen sein. Sieht aus, als hättest du schon den Dreh raus, was deine Kamera angeht. Super. Ach ja, in Option kannst du die Kamera und halt die Steuerung anpassen. Die Einstellung kannst du auch während einer Erkundung im Pausenmenü vornehmen. Professor, ich bin fertig mit der Erklärung. Ja, recht simpel. Na, hast du dich mit deiner Forschungskamera vertraut gemacht? Ich werde gleich mal die Fotos bewerten, die du geschossen hast. Zunächst musst du dafür ein Foto pro Pokémon auswählen. Ich bewerte sie dann mit einem speziellen System, das ich entwickelt habe. Zeig mir einfach die Fotos, die dir am besten gefallen. Ich habe 3 gemacht. So, Pikachu haben wir. Ah ja, klar, das große und das kleine. So, man kann mit dem Zeug oder am Zeiger auswählen. So oder so, ja, ist deutlich besser. Und beim Vivilon-Ordner, ja, habe ich keine große Wahl. Fotos zeigen. Der fühlt sich. Dann werfen wir mal einen Blick aufs erste Foto. Das ist ein Pikachu, das erste Mal, dass du dieses Pokémon fotografiert hast. Das erste, was ich bei einer Bewertung mache, ist, dem Foto eine Anzahl an Sternen zuzuweisen. Damit kann ich das Verhalten der Pokémon besser verstehen und einordnen. Man muss da wissen, die Sternanzahl ist nicht unbedingt, ja, ein Stern ist das Foto scheiße, 4, was das Maximum ist, ist es gut. Man muss von jeder Sternanzahl, von jedem Pokémon ein Foto haben, um den Dex zu füllen. Je ungewöhnlicher das Verhalten des Pokémon ist, desto mehr Sterne bekommt das Foto. Einfach, oder? Aber bedenke, dass die Anzahl der Sterne keinen Einfluss auf die Punktzahl hat. Wie gesagt, also ich nutze da Daten von der Kamera, die vor und nach der Aufnahme aufgezeichnet wurden. Also die Pose. Man muss da im richtigen Moment Auslöser drücken. Je besser das Timing, desto höher die Punktzahl. Schauen wir uns das nächste an. Die Größe, ja, ne? Blickrichtung ist auch klar. Positionierung bewertet die Bildkomposition. Auf Deutsch ist das Viech mittig. Gibt's weitere Pokémon auf dem Bild? Mehr Punkte für dich. Ich weiß, das war jetzt viel auf einmal. Also merk dir einfach nur, mach gute Fotos. Also deine Bewertung sieht dann ungefähr so aus. Ja, krass, läuft bei dir. Also das Pokémon haben wir noch nicht erforscht. Es fliegt gerade, läuft.
Denk immer dran, dass der ganze Körper... Digga, das Ding habe ich gemacht, als ich noch nicht zoomen durfte. Danke dafür. Roast mich halt noch. Arschkeks. Was sagst du dazu? Mach viele Fotos und lass sie bewerten, um so deinen ganz eigenen Pokémon-Fotodex zu erstellen. Das ist das große Ziel. Also, genug geredet. Das Abenteuer ruft. Ja, wir können dann wohl gleich mal zur ersten, keine Ahnung wie das heißt, zur ersten Gegend. So, jetzt ist alles fertig. Dieses Gefährt wird dich auf deine Erkundung sicher transportieren, damit du in Ruhe Fotos schießen kannst. Darf ich präsentieren? Das ist das Neo One. Mit ihm kommt man in 0, nichts auch an weit entfernte Orte. Das ist der Wahnsinn. Ich hab's dank der Hilfe eines Freundes vor kurzem endlich fertigstellen können. Weißt du, in Lente gibt es nämlich einige Stellen mit sehr hohem Energievorkommen. Professor, das kannst du doch später alles erklären. Meinetwegen, dann steig jetzt ins Neo One und berühr die Schaltfläche vorn mit deiner Kamera, um loszulegen. Ja, ich will loslegen. Der Controller vibriert da regelmäßig auch in dem Spiel anpassenden Stell. Okay, jetzt explodiert er. Ich hab ihn gerade mal ans Mikrofon gehalten. Also nicht wundern, dass ihr gerade halb gestorben seid. Captain Vince. Mhm. Und jetzt geht's ab ins erste Gebiet. Jo, diese Animation fühle ich. Sieht ein bisschen aus wie so eine Entwicklungsanimation. That's the entrance to Florio Nature Park. The Neo One will automatically follow a set route. Oh, scheiße, zu langsam. Man muss wirklich versuchen, alles im Auge zu behalten. Was ein bisschen schwer ist, vor allem, Optionen haben wir ja schon gesagt. Controller-Vibration, Kamera... Die Kamerageschwindigkeit würde ich gern, genau wie die Zeigergeschwindigkeit, etwas höher schalten. Ja, gefällt mir schon besser. Es sieht echt gut aus, mir gefällt das. Ach, ich kann mit beiden Sticks steuern, das ist ganz angenehm für mich. Hier im Wasser gibt es anscheinend nichts. Servus. Ganz viele Fotos schießen. Und sich gut umgucken, sonst verpasst man was. Das dürfte für die Pose mehr geben. Was das bringt, weiß ich nicht. Und es kann gut sein, dass ich ein bisschen was beim Umgucken verpasst habe. Da hinten springt ein Carpador rum. Noch haben wir auch nicht viele Möglichkeiten. Ich rechne schon sehr stark damit, dass es wie in den Vorgängern noch bestimmte Items geben wird, die einem helfen. Um später bessere Fotos zu schießen. Sehr schön. Oh, das baut einen Damm. Boah, ey, das sieht alles so cool aus. Ich muss aber sagen, der Hintergrund da sieht aus, als hätte man wirklich einfach einen Wald fotografiert und die PNG in den Hintergrund geklatscht, lol. So, mal ein bisschen so fotografieren. Wie gesagt, später, ich gehe zumindest stark davon aus, weil es im Vorgänger schon so war, wird es noch Items geben, die einem dabei helfen, bessere Fotos zu machen? Ah, Dodri hat man einige Gelegenheiten, muss ich sagen. Willst du springen? Es juckt mich nicht. Okay, das war, denke ich, ganz gut.
keine besondere Pose, aber schön nah dran. Ja, von dir habe ich schon sehr Gutes, also da achte ich lieber mal drauf, ob ich hier im Gebüsch irgendwas sehe. Moin. Oh Gott, was geht denn hier auf einmal ab? Das macht Posen. Und jetzt verpisst sich. Und da sehen wir es, das Ziel für heute. Hier, guck mal rüber. Danke. Oh ja, das geht natürlich auch. Perfekt. Oh, das ist so cool. Ich feiere das. Wir haben jetzt die erste Region hier durch und es ist geil, ich hab Bock. Wir haben einige Fotos geschossen und gucken jetzt mal, welches jeweils die besten sind. Willkommen zurück. Hattest du Spaß bei der Erkundung des Florio Naturparks? Ja! Dann wähl mal die Fotos aus, die ich mir ansehen soll, genau wie beim letzten Mal. Und denk dran, nur ein Foto pro Pokémon. Okay, ohne Motiv. Ich kann dem Fotos ohne Motiv zeigen. Ach so. Ja, von Vivillon, das da. Dodri wird schwer, da hatten wir einige. Ach stimmt, die Pose wird da schon angezeigt. Na, das muss aber ja nicht zwingend heißen, dass das Foto besser ist. Ich schwank zwischen den zwei. Das finde ich halt lustiger. Und wie gesagt, mir geht's auch nicht um die Sterne oder so. Ach komm, das ist toller. Ja, das ist scheiße. Genau wie das. Und das. Bidiza, welches ist da das Beste? Ich meine, das ist sehr gut. Aber hier, ich nehme mal das. Wampel. Haben wir... Das hat noch ein etwas anderes Verhalten. Ja, das ist relativ klar. Das ist ebenfalls klar. Swaroness haben wir zwei. Das hier ist aber deutlich besser, meiner Meinung nach. Ich glaube, die Belichtung juckt den nicht so sehr dementsprechend. So. Und ohne Motiv gucke ich einfach mal drüber. Okay, die zwei mit der Kristallblume. Kann ich auch, wie gesagt, nicht auswählen. Dann gönn dir mal den Check von den Fotos. So, Vivillon bekommt... Oh, da ist ja noch ein Bisofang im Hintergrund, lol. Ich nehme schon das Neue. Dann. Weiter, weiter, weiter. Das Foto gefällt ihm offensichtlich. Das wahrscheinlich nicht. Das ist kein gutes Foto. Da am Anfang habe ich halt die zwei Pokémon ein bisschen verpasst. Die sind zu klein für ihn, das weiß ich schon. Aber trotzdem okay. Und übrigens, damit das für dich auch nochmal komplett klar ist, wo du so laberst, ich spiele das Spiel überhaupt nicht für irgendwelche Wertungen, sondern einfach, weil ich Bock habe, hier ein paar Runden zu drehen. So. Oh Gott, das ist scheiße. Ich weiß. Aber 100% jucken mich genauso wenig. Ja, ja, das gefällt ihm. Es ist scheißegal. Okay, besser als ich dachte. Ja, das wird einem halt schon ziemlich geschenkt. So, Carpador. Entspannt. Swaroness.
Zack. Schwalbini. Alter, wie viel noch? Kugelei. Los. Danke. Das hat lang genug gedauert. Na, wie ist es gelaufen? Lass mich dir zum Schluss noch erklären, was es mit dem Forschungslevel auf sich hat. Es zeigt dir den Fortschritt deiner Erkundung auf jeder Strecke an. Zusammen mit dem Level steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Pokémon neue Verhaltensweisen an den Tag legen. Du kannst dein Forschungslevel erhöhen, indem du halt fotografierst, ne? Damit ist gemeint, dass du von jedem Pokémon ein Foto mit jeweils 1 bis 4 Sterne machst. Oder mach ein Fotodex voll. Genieß deine Zeit mit den Pokémon und schieß dabei eine Menge Fotos. So, Forschungslevel 2. Oh, ja, du hast 9 Level. Hier, friss. Krass. Juck mich recht wenig. Gelb. So. Toll. Na dann, nächster Ladevorgang. Mache ich noch eine Runde in der Folge? Ist zeitlich recht close. Wahrscheinlich labern die aber eh nochmal. Damit solltest du erstmal alles Nötige wissen. Och, wieder das Evoli. Professor, können wir heute auch zu einer nächtlichen Erkundung aufbrechen? Noch nicht, lass Günther sich erst noch ein bisschen eingewöhnen. Du kannst übrigens jederzeit im Labor vorbeischauen und einen Blick in deinen Fotodex werfen. Alles weitere erkläre ich dir, wenn du dort mal vorbeischaust. Also dann, ich will dich nicht länger aufhalten. Viel Spaß beim Fotografieren. Jo, ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal ins Labor und hören uns das kurz an für diese Folge. Das ist das Labor des Professors. Aber das weißt du ja sicher schon. Hier betreibt der Professor seine Forschung und arbeitet an seinen Erfindungen. Man kann eigentlich ohne Übertreibung sagen, dass er hier wohnt. Okay, dann erkläre ich dir jetzt mal, was du im Labor alles machen kannst. Auf diesem Server werden alle Daten gespeichert, die wir sammeln. Man kann mit ihnen sehr viele Sachen machen. Zunächst wäre da der Fotodex. Er ist eine Art Enzyklopädie, die mit deinen Fotos gefüllt wird. Ist dein eigener Fotodex nicht der Wahnsinn? Als nächstes gibt es da deine Ecke. Meinst du jetzt Lord Ecke? Okay, wir machen weiter. Nicht abschalten, ich mach sonst nicht so schlechte Jobs. Doch, mach ich trotzdem nicht abschalten. Hier kannst du dir die Fotos in deinem Album oder Infos zu deinem Abenteuer ansehen. Im Album kannst du Fotos speichern, die du behalten möchtest, die aber nicht in den Fotodex sollen. Außerdem kannst du die Fotos in diesem Album bearbeiten. War da nicht noch was? Professor, habe ich was vergessen? Hast du ihm schon die Online-Funktion erklärt? Nein, noch nicht. Wenn du die Online-Funktion nutzt, kannst du dir Fotos von Spielern aus aller Welt ansehen. Wenn dir ein Foto richtig gut gefällt, kannst du es mit digitalen Medaillen auszeichnen. Man nennt sie Apfelmedaillen. Und why? Jeder freut sich, wenn er welche bekommt, also scheu dich nicht davor, sie zu vergeben. Ah ja, du kannst dir auch die Ranglisten für einzelne Kategorien ansehen. Wo wir aber gerade bei dem Thema mit diesen Apfelmedaillen sind, es freut sich jeder, sie zu bekommen. Dasselbe gilt für Likes und Abos. So, das müsste jetzt aber alles gewesen sein. Du wirst bestimmt schnell den Dreh raus haben. Ist eigentlich ganz einfach. Probier's am besten gleich aus. Ja, es kommt auf die Definition von gleich an. Für mich geht's gleich weiter, für euch in der nächsten Folge von New Pokémon Snap. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Ach, und wenn die Audio nicht passt, das ist dann ab Folge 3 besser, weil ich sehe das halt nicht nach der hier jetzt.